Mein Name ist Ole Wintermann. Ich darf Sie begrüßen im Namen des Stifterverbandes, der Bertelsmann Stiftung und unserer Mitherausgeber, als da wären die Open Knowledge Foundation, die MINT Stiftung, die Technologie Stiftung Berlin, das Internet und Gesellschaft CoLab und die Transferstelle OER. Sie sehen also schon, einige Mitherausgeber haben wir gewinnen können für diese beiden Studien. Ich möchte aber auch an dieser Stelle ganz vorweg schicken einen Dank an die gesamten Autoren beider Papiere. Es geht um die Papiere Weiterbildung und das Papier Hochschule. Und als Autoren möchte ich mich bedanken bei Ingo Bläs, bei Markus Daimann, Hedwig Seipel, Doris Hirschmann und Jan Neumann. Eine gewisse koordinierende, übergeordnete Rolle hat Jöran Moos-Mehrholz übernommen, der auch gleich die Studien vorstellen wird. Und ich danke auch den insgesamt 12 Reviewern der beiden Studien. Und man kann an dieser Zahl der Menschen schon erkennen, es ist erstaunlich, wir haben insgesamt uns mit 30 Personen an diesen beiden Studien befasst. 30 Personen, die sich größtenteils nicht kennen, haben gemeinsam ein Papier geschrieben zu dem Thema OER. Ich denke, wir haben nicht nur darüber geschrieben, wir haben auch ein Stück weit das Ganze gelebt. Das Ziel der beiden Papiere ist es, das Thema OER im Bereich Weiterbildung und Hochschule voranzubringen. Wir wollten den Ist-Zustand aufnehmen. Das gibt es bisher nicht und wir wollen vor allen Dingen auch Argumente für weiteren Ausbau und Befassung mit OER voranbringen. Wer sich mit dem Thema OER beschäftigt, der sagt von sich aus, das Thema Teilen, Kollaboration, Beteiligung ist doch toll. Wer kann eigentlich was dagegen haben? Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen in den letzten Tagen die Online-Debatte über einen Beitrag des Inforadio RBB verfolgt hat, in dem Teilen als, ich zitiere, neues Krankheitssymptom bezeichnet wurde durch das Inforadio RBB. Es gab heftige Reaktionen darauf, aber das zeigt uns nur umso mehr, dass man vielleicht nochmal darüber reden muss, warum Teilen wichtig ist. Ich denke, wir haben mit dem Thema Demografie, den sinkenden finanziellen Spielräumen der Zukunft, mit dem globalisierten Arbeitsmarkt, mit der Digitalisierung, die Qualifikationserfordernisse immer weiter vor sich hertreibt, ausreichende Herausforderungen und Spielfelder für OER, die deutlich machen, warum Scheren wichtig ist, warum ist das Teilen wichtig. Und ich denke, wir müssen da ein bisschen aus der Defensive rauskommen. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, wir rechtfertigen uns dafür, warum Teilen jetzt wichtig ist. Ich würde es umdrehen und sagen, was für einen Grund gibt es eigentlich dafür, heute in der globalisierten Welt Menschenbildung vorzuenthalten, Bildungsinhalte vorzuenthalten? Ist das nicht sogar unmoralisch ein Stück weit? Ich glaube, darüber sollte man mal nachdenken, denn es geht um Partizipation in digitalen Zeiten, Partizipation bei der Erstellung der Inhalte, bei dem Teilen der Inhalte und Menschen das Recht daran vorzuenthalten. Ich denke, dafür gibt es keinen Grund. Die Technik hilft uns da sehr, aber wir hinken, und das ist sicherlich auch Ihnen zum Großteil bekannt, wir hinken im internationalen Vergleich deutlich hinterher. Der Grad der Digitalisierung laut einer aktuellen OECD-Studie ist so schlecht ausgeprägt in Deutschland, dass wir auf dem letzten Platz sind, was die Verwendung von digitalen Mitteln, digitalen Bildungsinhalten und OER insgesamt betrifft. Die Herausforderungen kennen Sie, das Copyright, das Leistungsschutzrecht. Die Fragen sind aber letztendlich auch eine Haltungsfrage, ja, inwiefern möchte ich überhaupt teilen? Wie das Zitat gezeigt hat, ist das nicht unbedingt so weit verbreitet, das Thema Teilen. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, und das ist so ein bisschen meine Erfahrung aus dem Themenbereich Open Government, da gibt es nämlich eine ähnliche Interessenlage, man muss zeigen, warum man OER haben möchte, wofür OER gut sind. Wir brauchen Anwendungsbeispiele. Teilen an sich, da sind wir hier uns, glaube ich, alle einig, ist toll, aber wir müssen auch zeigen, wofür wir teilen und was wir damit erreichen könnten. Und es gibt zwei interessante Projekte, auf die ich noch kurz hinweisen möchte, bevor ich an den Moderator Sebastian Hontasch übergebe. Das ist einmal das OER-Mapping-Projekt der Wikimedia. Sehr interessantes Projekt, was auch budgetär sehr interessant ausgestattet ist, um etwas zu erreichen. Und ich möchte auf unser eigenes Projekt der Stiftung hinweisen, WBWeb, ein Weiterbildungsportal für Weiterbildner, was komplett CC-lizenziert sein wird, damit wir da auch das Thema ein Stück weit voranbringen können. Vielleicht gelingt es uns heute Abend in der Diskussion, ein Stück weit sowas wie eine Roadmap 2020 für Deutschland, OER in Deutschland zu entwickeln. Und ich freue mich auf die Diskussion und gebe an Sebastian weiter. Danke.